everyone, ich grüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute ist mal wieder Vlog-Time. Genau, ich dachte mir, heute als ich aufgestanden bin, am Montag, den 20. Februar, bin ich aufgestanden und habe gedacht, mein Gott, ich kann eigentlich auch mal Anfang der Woche vloggen. Weil meistens hat sich das immer so zwischen Mittwoch, Donnerstag und Freitag abgespielt, dass ich da einen Vlog aufgenommen habe. Aber ich dachte, ich nehme euch heute so mit. Es gibt ja ein paar Neuerungen, die ich euch gerne zeigen möchte. Und wenn dich das interessiert, dann bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's für euch los. About to leave, already packing, come with me. Ich sehe gerade, der Akkustand ist auch nicht gerade voll. Ich habe gerade Akku ausgewechselt. Ich wollte euch gerade zeigen, wie toll das Rollo jetzt ist. Ich habe jetzt ein neues Rollo, hat Thomas angebracht am Wochenende oder schon länger, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall muss ich aufpassen, dass ich nicht kaputt reiße. Ja, ist von Ikea und ja, passt super hier rein und das Fenster wird sich ja auch nicht großartig ändern, wenn wir hier das Fenster austauschen. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Fenster aufgemacht, ein bisschen lüften. Und Penny, wo bist du denn? Penny, ist jetzt wieder abgehauen? Jetzt geht der Akku wieder. Die Penny hatte sich ein bisschen hingelegt, ne, zum Schlafen. Wie süß ist das denn bitte? Wie süß ist das denn bitte? Genau, bevor ich es vergesse. Die hat Thomas jetzt am Wochenende, letztes Wochenende mitgebracht, am Samstag. Ja, aus dem Baumarkt, insgesamt 60 Euro mit Deckel. Ich glaube, die waren einzeln, der Deckel irgendwie, wenn man das als Set nimmt oder so, 60, ansonsten 80 Euro. Ja, ist eine Menge Geld, ja. Aber ich denke, damit können wir schon was anfangen und zumindest die erste Saison mal probieren und uns rantasten. Also wir werden da jetzt nicht die Beete machen und alles fertig machen. Das schaffen wir dies ja gar nicht. Weil wir müssen ja hier ein bisschen weiterkommen im Haus. Genau, also wir müssen ja irgendwie, nicht wir müssen, sondern wir möchten, wir möchten bis Dezember ja durch sein, bis nächstes Weihnachten. Deshalb, genau. Die tun es auch erstmal. Diese Woche werden wir ein bisschen Erde noch besorgen. Genau, unsere Pflanze, die schon 15 Jahre alt ist, die gefällt es hier richtig gut. Und der hat einen richtig schönen sonnigen Platz. Ist richtig gut. Und wir wollen die ja noch umtopfen. Aber da steht schon der Topf. Wir trauen uns nicht so wirklich. Wir haben Angst, dass sie dann nicht mehr blüht. Also nicht mehr wächst. Dass sie dann einfach kaputt geht. Ich schneide das dann immer so ein bisschen zurecht. Und dann kommen halt immer wieder neue. Und wir lieben sie einfach. Sie ist wirklich schon 15 oder fast 16 Jahre alt. Genau, was kann ich euch noch zeigen? Hier ist mein Paprika. Das funktioniert richtig gut. Ja, ist noch genug Feuchtigkeit. Und ja, da kommen schon die ersten Keimlinge. Sieht toll aus, also ich freue mich. Und dann werde ich jetzt die Tage nochmal Tomaten machen und ich weiß gar nicht, was noch alles so in der Schale. Und wie gesagt, irgendwann die Woche holen wir dann nochmal Erde. Und dann mache ich Kohlrabi und Möhrchen. So, meine Lieben, jetzt muss ich leider die andere Kamera nehmen, weil die auch der zweite Akku komplett leer ist. Der schaltet sich immer bei 30% aus und finde ich unmöglich. Also die Kamera will heute nicht, dann nehme ich halt die andere, ja. Ich muss jetzt ganz schnell fix die Spülmaschine ausräumen, denn ich hatte die gestern Abend nur angestellt und jetzt sieht es auch dementsprechend hier aus. Deswegen muss ich hier erstmal Ordnung schaffen und ich wollte euch gerne mal so einen Trick zeigen. Und zwar, wenn ihr hier die Spülmaschine habt und ihr habt die gerade fertig und das dampft noch, einfach ein Geschirrtuch reinlegen, dann wird das, der Dampf aufgefangen und ihr habt trockenes Geschirr. Diesen Hack wollte ich euch noch mal zeigen. Aber vielleicht kanntet ihr den ja sogar schon. Musik.
Ja, mir ist das erste Mal gestern ein Topf angebrannt. Ich habe den jetzt eingeweicht. Ja. Mal gucken, ob Thomas den sauber kriegt, weil der hat nämlich auch mehr Kraft. Ich werde jetzt nochmal heißes Wasser reintun und Spüli und noch ein bisschen warten. Also, das ist mir noch nie passiert. Das war die Milch gestern in den Auflauf. Und ja, ich hoffe nicht, dass ich den wegtun muss. So, erstmal einen Schluck Kaffee, würde ich sagen. Cheers. Ja, was mir gerade noch einfällt. Der oder die glückliche Gewinnerin vom letzten Mal, von letzter Woche, hat sich immer noch nicht gemeldet. Weder E-Mail noch auf YouTube oder Instagram. Deswegen habe ich mir einfach gedacht, verlosen wir nochmal neu. Also, Beauty reinschreiben in die Kommentare. Und mit etwas Glück wirst du dann gewinnen. Ich wünsche euch ganz viel Glück. Naja, jedenfalls hast du dann jetzt die Möglichkeit, ja, zu gewinnen. Also schreibt fleißig in die Kommentare, Beauty. Und dann bin ich ja mal gespannt, dass jemand gewinnt und auch dann Gewinn anfordert. Ja, also wie gesagt, es ist halt ein Beauty-Paket, genau. Und ja, wie gesagt, ich wünsche euch ganz viel Glück. Was ich euch zeigen wollte, und zwar, wir haben heute eine Zusendung bekommen. Ein Staubsauger, der wischen und saugen kann gleichzeitig. Ich dachte mir, für hier unten und oben kommt dann Robby hin. Und ja, weil Robby kommt hier mit den Böden irgendwie nicht so wirklich hundertprozentig klar, wegen diesen hohen Kanten. Und ja. Den werden wir gleich mal dann auspacken und ausprobieren. Ja, Waschmaschine ist auch schon fertig. Wäsche muss ich auch noch gleich machen. Und ich wollte euch noch mal ganz kurz zeigen. Und zwar, weil das ja nicht so gut funktioniert hat mit den Happy Planer, weil der war viel zu klein, die Spalten. Habe ich mir jetzt doch trotzdem noch einen größeren bestellt. Und den wollte ich euch gleich mal zeigen. Ich weiß, das sind nicht alle davon begeistert sind mit Happy Planer, aber ich finde es halt toll. Und genau mit so halt Aufklebern. Das ist jetzt wieder so ein richtig großer. Da muss ich das ja noch aufmachen. Moment. Eine Schere. Schnippe die Schnapp und auf ist es. So. Ja, Happy Planer. Hier ist wieder so eine komplette Übersicht. Dann auch nochmal Monatsübersicht, wo man Geburtstage und sowas eintragen kann. Für das ganze Jahr. Oh, ich finde das so schön. Guck mal, so mit Januar, was man so generell eintragen kann. Und dann halt auch mit Blumen. So, und schon haben wir wieder richtig große Spalten. Oder zumindest größer. Obwohl ich hoffe, dass im Januar noch meine. Das ist, glaube ich, die monatliche. Ja, genau, das habe ich doch nicht mich verguckt. Ich hatte beim Bestellen erst Angst, das ist jetzt von UK, dass es wieder nur ganzer Monat ist und nicht wöchentlich. Ja, es ist eine Monatsübersicht sozusagen. Und dann beginnt man hier. Ist das Dezember, Januar? Okay, Januar. Gut. Also funktioniert. Also wir gucken uns jetzt mal den Februar an. Das war jetzt der Januar, Dezember. Richtig schöne Blumen, oder? Fand ich richtig schön. Das ist die Monatsübersicht, wo man monatliche Termine und dann geht das hier los. So, wir sind jetzt schon allerdings diese Woche. Den habe ich jetzt erst gestern bekommen, deswegen steht da noch nichts drin. Ich habe jetzt noch mit den anderen geplant. Genau, also das wäre dann jetzt diese Woche und richtig schön. Und dann sind wir schon bald im März. Wahnsinn. Richtig schön. Also da hat man wieder richtig viel Platz und richtig geil. Ja, kann ich nur ganz schnell zeigen. Das wäre dann zum Beispiel Juni. Gibt es halt verschiedene Blumen immer. Ich fand das mit dem Blumendesign eigentlich gar nicht so schlecht. Genau. Richtig toll. Richtig super. Schön, freue ich mich drauf.
damit wieder zu planen. Ja, das haben wir jetzt auch schon erledigt. Aber renovieren werden wir eh noch und dann kleben wir da richtige dran. Das ist dieses Ersatz, was ich schon mal gezeigt habe. Wir machen das dann hier noch so lang und bis am Ende da, weil dann sieht das halt einheitlicher aus. Deshalb. Ich find's gut. Ja, das ist der Topf. Thomas hat jetzt nochmal gekratzt, weil ich habe es versucht, bei mir ging nichts ab. Aber das ist meine Vorarbeit, dass das jetzt ein bisschen abging. Deswegen löste sich das eben total butterweich. Ja, also Thomas hat Apfelessig und Backpulver reingemacht und er schäumt das gerade so wunderschön. Ja, und jetzt lassen wir es arbeiten. Mhm. Arbeite mal schön. Mach es frei. Mach es frei, bitte. Das ist mein Lieblingstopf. Ja, den kriegen wir auch wieder hin. Pennyline, mein Lieblingstopf. Pipi. Komm mal her. Komm mal her, Bibi. Komm mal her. Hier. Kommst du her? Penny, hier. Der Vorführeffekt. Hier. Ja. Fein. Schön lieb sein. So ist fein. Jetzt möchte ich deinen Hundi haben. Nein. Gibt's nicht. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old unsigned? Montag ist mein Staubwedeltag. Also, Montag passt es immer ganz gut, werden die Blumen gegossen. Und ja, ich habe hier jetzt ja auch wieder einen Putzplan und jetzt staube ich so ein bisschen. Ich mache das halt einmal die Woche so halt, so oberflächlich und zwischendurch nehme ich halt alle mal runter. Aber die habe ich ja erst hingestellt, ist jetzt ja auch noch nicht so lange her. Und ich mag diesen Staubwedel, da kommst du überall zwischen und der hebt den ganzen Staub auf. Ich liebe es. Ich liebe es. For all thine sign, my dear. For all thine sign, we'll tug a cup of kindness yet. For all thine sign. Jetzt zeigen wir euch mal das gute Stück. Ja, der kann ja saugen, wischen, alles in einem. Und ich bin echt mega gespannt. Also ich habe mir ein paar Videos angeguckt auf Amazon. Wenn jemand noch Interesse hat, dann kann ich euch das auch verlinken. Einfach fragen. Ja, das sind diese Rollen. Ja, fang schon mal an zu lernen. Nee, ich lerne nicht. Ich habe mir noch nie eine Dingsbeschreibung angeguckt. Ein Akku? Lade-Dings. Ich möchte gerade haben wir aus Deutschland bestellt.
Ich glaube, du hast. Ja, ich glaube, ja. Das ging hier, glaube ich, bei UK nicht. Ja, du musst noch einen Adapter besorgen. Ja, ich habe ja noch. Ach, gibt's auch genug Adapter? Ja, natürlich. Du hast oben, glaube ich, noch genug Adapter. Ah, ja. Das ist die Ladestation. Ja. Zum Hinstellen? Ja. Das ist doch schon mal was. Ich hoffe, der steht dann auch so wie eine 1. Stimmt. Mein Gott, was hast du dir für einen komplizierten Kram besorgt? Ich weiß es auch nicht. Alena sagt, das ist gut. Na dann. Ich hoffe, der hält auch. Bestimmt. Was hat er jetzt nochmal gekostet? 200 irgendwas? Nein, der war günstiger. 180, meine ich. Ja, war reduziert. Umrechnung und Versand. Sonst, ja. Da war es an die 200 dran. Ja, genau, an die 200 dran. Sonst war der über 200, meine ich, wenn ich es gesehen hätte. Da füllt man halt Wasser rein und... Ja, der steht schön. Mhm. Der ist noch reinbohren. Ja. Dann gucken wir doch mal. Also wir melden uns gleich wieder, wenn er aufgebaut ist. So, also das Ding geht ab wie Schmidts Katze. Also ich habe hier vorne schon gewischt. Also es ist schon cool, ist mega cool. Da sieht man es, das ist sofort angefangen zu wischen. Hier habe ich auch schon gewischt. Gut, dass Penny gerade oben ist. Mega, das geht so schnell und easy, ey Leute. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Warum hatte ich das nicht schon früher, das Ding? Eine absolute Empfehlung. Also gut, mit Saugen weiß ich jetzt nicht, aber der macht das ja quasi beides parallel. Kann der also saugen und wischen. Und ihr seht es, also... Ich bin sowas von begeistert. Ey, mega. Warum habe ich nicht früher schon so ein Teil? Holt euch das. Also du musst hier mit dem Fuß dran. Und dann stellst du das an. No battery, please charge. No battery, please charge. Ja. Guck mal, guck mal. Der wischt sofort. Mega. Ich muss jetzt allerdings noch rausfinden, wie, ob er nur saugt. Ja, kann man ja auch, dann muss man halt den Wasserbehälter abnehmen. Aber so, mega, wenn dann kurz Besuch kommt, überraschend, dann hast du ruckzuck einen Raum gewischt. Das ist kein Wasserschleppen mehr. Das ist einfach easy. Das ist doch mega. Warum habe ich das noch nie gehabt? Ich will das, was jeder hat. Das ist mega. Ey, das ist mega. Ich wollte diese Woche eh wischen. Ich mache das eh nur alle 2 bis 3 Wochen hier, wegen dem Dielenboden. So, und dann stellst du ihn da wieder ran. Das ist sehr mega. Diese Haken, die brechen schon von alleine ab. Die sind so porös, dass sie schon von alleine abbrechen.
Da habe ich lieber gar keine als wie solche. Da lohnt sich das auch nicht mehr zu waschen. Die kriegst du nicht mehr sauber. So viel Spinnen. Ich habe das jetzt erstmal sauber gemacht. Ich habe das erstmal da hinten sauber gemacht. Und da habe ich jetzt auch gerade eine noch abgenommen. Und sieht so aus halt. Ne? Ja, wir haben es ja erstmal hängen gelassen. Aber ja, das nützt nichts. Die müssen halt ab. Ja. Ist auch besser für Streichen dann, wenn wir bald streichen. Irgendwann. Bald irgendwann. ja, dann besser keine. Die verdunkeln das hier ja eh gerade im Moment nicht. Und von daher, die sind so... Die kann man schon gar nicht mehr bewegen. Die sind so steif. Da ist noch so ein leckeres Exemplar. Mir krabbelt es überall. Ja, ich muss jetzt noch die Seite machen. Kind, ach, da drüben, da oben. So, beide Gardinen sind, Vorhänge sind abgenommen oder alle Vorhänge sind abgenommen. Mir krabbelt es immer noch. Ja, besser keine als für diese. Und entweder machen wir so welche Riffrolos da dran oder Vorhänge oder Gardinen, wenn man welche findet. Genau. Na Penny, dann machen wir jetzt mal Schluss mit dem Vlog. Mir reicht es jetzt erstmal heute. Schick mir mal dein. Ich hoffe, euch hat das Video gut gefallen und ihr lasst allen einen fetten Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal, darüber würde ich mich sehr freuen und auch über einen netten Kommentar sowieso. Also meine Lieben, bis demnächst, euer Kleeblatt aus Irland. Ciao, bye!